Hallo und willkommen zu Hessenschau am Samstagabend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir beginnen heute mit einer überraschenden Nachricht. Rolf Heller, Ende der 90er Jahre Präsident von Eintracht Frankfurt, ist anscheinend getötet worden. Das ist erst jetzt, anderthalb Monate nach seinem Tod, bekannt geworden durch Recherchen des Hessischen Rundfunks. Dazu die Staatsanwaltschaft. Wir führen mittlerweile ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Personen. Es besteht ein Anfangsverdacht wegen eines Tötungsverbrechens. Es ist die Staatsanwaltschaft Erfurt, die ermittelt, weil Rolf Heller zuletzt in Weimar gelebt hat. Wir schauen kurz, wie die Sache ins Rollen kam und sprechen dann mit unserer Gerichtsreporterin. Er kommt, als die Eintracht ganz unten ist. 1996, kurz nach dem ersten Bundesliga-Abstieg, übernimmt Rolf Heller als Präsident die Geschicke des Vereins. Vier Jahre lang führt er die Eintracht durch sportlich und wirtschaftlich turbulente Zeiten, bewahrt den Club unter anderem vor der Übernahme durch fremde Investoren. Insgesamt ist Heller mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für die Eintracht tätig. Unter ihm gründen sich auch 1997 die Eintracht-Ultras. Heller nimmt auch Publikumsliebling Jörg Berger als Trainer mit ins Boot. Der schafft das Wunder Klassenerhalt. Als es danach wieder abwärts geht, muss Berger gehen und Heller Stellung beziehen. Gerade in schwierigen Zeiten ist es ja einfach den Bettel hinzuschmeißen und das anderen zu überlassen. Das werde ich nicht tun, sondern ich werde darum kämpfen, dass wir jetzt am Ende der Saison unser Saisonziel, zumindest den Klassenerhalt, erreichen werden. Und dafür werde ich mich einsetzen. Rolf Heller stirbt Ende Oktober in seiner Wahlheimat Thüringen. Nach langer, schwerer Krankheit, wie es heißt. Die Eintracht kondoliert, aber zur Trauerfeier Ende November werden Vereinsvertreter ausgeladen. Danach meldet sich offenbar ein Angehöriger des Toten bei der Polizei und der Todesfall Heller erscheint plötzlich in anderem Licht. Ein Angehöriger hatte sich bei der Polizei gemeldet und Verdachtsmomente geäußert. Wir haben daraufhin die Leiche angehalten und zunächst ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Bei der sodann durchgeführten Obduktion haben sich Anhaltspunkte für ein möglicherweise bestehendes Fremdverschulden am Tod des Verstorbenen ergeben. Wir haben daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsverbrechens eingeleitet und führen dieses Ermittlungsverfahren nun gegen zwei Personen. Woran ist Rolf Heller gestorben? Das müssen jetzt weitere Ermittlungen ergeben. Und wir sprechen mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka, die den Fall aufgedeckt hat. Heike, wie bist du denn überhaupt auf die Sache aufmerksam geworden? Ich war vor einer Woche auf der Trauerfeier der Eintracht für Rolf Heller. Und da hat Peter Fischer, der Präsident, eine Rede gehalten. Und in dieser Rede hat er sehr heftig die Familie von Rolf Heller in Thüringen kritisiert. Und er hat betont, dass die Eintracht ausgeladen worden sei. Und er hat sehr häufig diese Witwe angesprochen. Und ich habe mich einfach nur gefragt, was ist denn da passiert? Und dann habe ich nachgefragt. Dann bin ich schließlich auf dieses Ermittlungsverfahren in Erfurt gestoßen gegen zwei Beschuldigte. Es wird nicht klar gesagt, dass gegen die Witwe ermittelt wird. Aber der Anwalt der Witwe hat uns bestätigt, dass sie eine der Beschuldigten ist. Hat es denn eine Obduktion gegeben oder wie kommt es jetzt überhaupt zu diesem Anfangsverdacht? Die Angehörigen von Rolf Heller, die Söhne, haben sich an die Polizei gewandt, weil sie einen Verdacht hatten, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die Staatsanwaltschaft hat dann dafür gesorgt, dass die Leiche obduziert wird. Und in der Tat hat man Spuren gefunden, dass Rolf Heller ganz offensichtlich nicht an seiner Krankheit gestorben ist, sondern dass Fremdverschulden hier im Spiel ist. Was genau das ist, das kann ich nicht sagen, weil das wird nicht beantwortet bislang. Könnte das auch Sterbehilfe gewesen sein? Wenn jemand schwer krank ist, denkt man ja auch an sowas. Ja, es könnte Sterbehilfe gewesen sein, es spricht aber nicht viel dafür. Also dieses ganze Ermittlungsverfahren sieht nicht danach aus, sondern es sieht sehr viel mehr danach aus, dass hier ein Verbrechen vorliegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Verbrechens und da gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich entweder Totschlag oder Mord. Was heißt jetzt, dass es nur ein Anfangsverdacht ist? Das bedeutet, dass zunächst einmal zwei Leute im Verdacht stehen. Die könnten es gewesen sein, mehr aber auch nicht weniger. Haftbefehle gibt es deshalb nicht, weil es nur einen Anfangsverdacht gibt. Gäbe es einen dringenden Tatverdacht, also würde die Staatsanwaltschaft glauben, die waren das, da spricht viel dafür, wir müssen es denen jetzt nur nachweisen, dann hätte es sicherlich Haftbefehle gegeben. Wie wird es jetzt weitergehen? Es wird jetzt weiter ermittelt, es wird weiter geguckt, wie ist das passiert. Also es ist klar,
Es war Fremdverschulden im Spiel, aber es ist natürlich noch nicht klar, wer dafür verantwortlich ist. Und das versucht die Staatsanwaltschaft jetzt rauszufinden. Vielen Dank, Heike Brufka. Die Gesundheitsversorgung bei uns ist top, denkt man ja. Von wegen, sagen Kinderärzte, die in der Intensivmedizin arbeiten. Es gibt viele Unzulänglichkeiten und die zeigen sich gerade jetzt besonders deutlich. Viele Kinder erkranken ja im Moment am RS-Virus und da ist gute Versorgung eine Frage von Leben und Tod. Er kämpft um jeden Atemzug. Der kleine Mensch hier, Kingsley, ist 3 Jahre alt. Aus einer RSV-Infektion hat sich eine Lungenentzündung entwickelt. 2 Wochen liegt er hier schon. Wir konnten ihn heute jetzt von dem Tubus befreien und er ist im Moment an der nicht-invasiven Beatmung über so eine Full-Face-Maske. Da können wir Sauerstoff geben und einen Unterstützungsdruck geben. Klinikalltag auf der Intensivstation in Krisenzeiten. Vieles muss gleichzeitig gemacht werden. Der Druck ist hoch für alle. So angespannt wie in diesen Tagen war die Situation schon lange nicht mehr. Dann haben wir jetzt parallel die RS-Welle, die sehr stark von der Dynamik angestiegen ist, also sehr rasch, sehr viele Patienten. Und wir haben parallel dazu die Grippewelle, die uns auch trifft und noch so ein bisschen Corona immer mitschwappen. Das heißt, wir sind im Prinzip von 3 infektiologischen Wellen diesen Winter angerollt worden oder überrollt worden. Das RS-Virus führt zu einer Erkrankung der Atemwege und kann gerade bei Kleinkindern zu schwierigsten Verläufen führen. Die jüngste Statistik des Robert-Koch-Instituts zeigt mit der grünen Kurve die Inzidenzen bei Kleinkindern in Hessen. Von 100.000 waren auf dem bisherigen Höhepunkt der Welle 11.000 erkrankt. Hier die Tafel mit der Bettenbelegung auf der Intensivstation. Viele Kinder schleppen gleich mehrere Erkrankungen mit sich rum. Covid hat die Kinder bei uns auf der Station primär, wenn sie im Infekt waren, nicht so sehr betroffen, eher langfristig. Was wir aber merken, ist, dass andere Atemwegsinfekte einfach wesentlich schwerer ausfallen. Das haben wir letztes Jahr schon gemerkt. Wir viele Kinder hatten mit dem sogenannten RSV-Virus, denen einfach die Unterstützung, die wir ihnen die Jahre davor gegeben haben, nicht mehr ausgereicht hat. In einem anderen Raum prüfen sie die Bettenkapazitäten der Kinderkliniken in ganz Hessen. Wir möchten die Kinder gut versorgen und wir möchten das alle zusammen und wir tun alles dafür und trotzdem kommen wir da an unsere Grenzen und das ist das, was eben belastend ist, wenn ich weiß, ich habe nur 2 Betten, ich habe 5 Kinder, die bräuchten es eigentlich, wen lege ich jetzt auf den Flur? Und das ist einfach was, wo man einfach mit psychischem Druck schon in die Dienste reingeht. Der ärztliche Direktor sieht in dem Personalmangel ein Versäumnis der Politik in den letzten Dekaden. Ganz konkret sind in den letzten Jahren viele Kinderklinikbetten geschlossen worden. 30% der Betten sind abgebaut worden. Wir brauchen mehr Bettenkapazität. Wir müssen diese Betten auch befahren können. Das heißt, wir brauchen mehr Pflegepersonal, mehr ärztliches Personal. Das müssen wir aber erst ausbilden. Der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hessen kritisiert das gesamte Konzept der Krankenhausfinanzierung. Wir müssen weg von einem System, in dem es nur darum geht, Geld zu verdienen und Geld zu machen mit Patientinnen und deren Erkrankungen. Wir behandeln Krankheiten und wir behandeln Patientinnen. Aber das Entscheidende ist, dass wir unsere Patientinnen wieder gesund machen. In der Darmstädter Kinderklinik sind am Morgen noch 6 Betten frei. Im Umland sieht es schon wesentlich düsterer aus. In Frankfurt gibt es gerade keine Betten mehr. Rüsselsheim als nahegelegene Kreisklinik ist zugemeldet. Gießen als Universitätsklinik ist zugemeldet. Das Klinikum Bad Hersfeld hat auch keine Bettenkapazität mehr. Und wenn kein Bett frei ist, dann werden die Kinder verlegt. Dann kommen sie im Krankentransport vielleicht bis nach Kassel, wo gerade noch Betten frei sind. Also diese Verlegungen sind eben belastend für die Kinder. Die Trennung weit vom Wohnort ist für die ganze Familie belastend. Und gleichzeitig werden eben Rettungsmittel gebunden, die sonst sicherlich sinnvoller eingesetzt werden könnten. Die Mutter des kleinen Kingsley kann nur noch hoffen. In unserer Darmstädter Klinik werden sie alles tun, um den Jungen zu retten. Die 6 Betten allerdings, die auf der Station am Morgen noch frei waren, waren 2 Stunden später wieder alle belegt. Und damit kommen wir zu unserem Nachrichtenblock. Los geht's mit einer Solidaritätskundgebung für die Menschen im Iran. Zum heutigen Tag der Menschenrechte kamen einige 100 Demonstranten in Frankfurt zu einer Solidaritätskundgebung für die Menschen im Iran zusammen.
Der Protest richtet sich gegen das Mullah-Regime in Teheran und die Menschenrechtsverletzungen im ganzen Land. Kritikern des Regimes, wie zum Beispiel dem Rapper Tomai Salehi, droht die Todesstrafe. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ausgelöst wurden die Proteste im Iran im September nach dem Tod einer jungen Kurdin in Polizeigewahrsam. Sie hatte kein Kopftuch getragen. Unterwegs zu einer neuen Weltordnung waren heute etwa 300 Aktive der Friedensbewegung in Kassel. Der Friedensratschlag, so nennt sich das Zusammentreffen, führt in diesem Jahr im Titel die These Weltkrieg oder sozial-ökologische Wende zum Frieden. Das Programm beschäftigt sich mit der globalen Umbruchssituation. Thematisiert werden in Workshops die politische Lage in China und Indien, im Nahen und Mittleren Osten und anderen Krisenregionen. Gesucht wird auch nach einer möglichen Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg. Der Friedensratschlag tagt auch noch morgen. Wenn Traktoren Lichter tragen, ein Schneemann funkelt und ein Weihnachtsmann von der Kutsche winkt, muss bald Weihnachten sein. Und ab geht's in Allendorf-Eder zum Lichterkorso durch das obere Edertal. Organisiert hat das Lichterspektakel ein örtlicher Fuhrunternehmer. Man will damit den Menschen in der dunklen Jahreszeit ein wenig Licht und Freude bringen. Mitfahren durfte alles, was Räder hat. Rasenmäher, Traktor, Trecker, Schlepper. Und geschmückt müssen sie sein, wie Christbäume. 1:0 für Marokko. Das nordafrikanische Land steht mit dem Sieg gegen Portugal im Halbfinale der WM. Ausnahmezustand in den Straßen von Frankfurt. Es scheinen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende marokkanischer Fans unterwegs zu sein, die ihre Mannschaft feiern. Was tun nach der Schule? Ausbildung oder Studium? Das fragen sich viele, ohne eine Antwort zu finden. Und mancher macht dann erstmal was zur Orientierung. In der Jugendbauhütte bei Marburg haben wir junge Menschen getroffen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder Freiwilligendienst in der Denkmalpflege absolvieren. Alles sehr harmonisch, aber beim Seminar zu alten Handwerkstechniken, da geht's dann ziemlich heiß her. Bevor die Jugendlichen mit Feuer spielen dürfen, gibt es erstmal Erklärungen vom Profi. Das Thema zu Beginn des Seminartages: Glasmalerei. Ja, wenn du zurückfährst, wirklich den Spachtel nach unten drücken, dass du dabei Pigment und Öl wirklich miteinander vermischst. Eine der Teilnehmerinnen ist Merle Strauch. Die 18-Jährige kommt aus Coburg und macht ihr freiwilliges soziales Jahr in einer Ziegelei in Nordhessen. Ich finde es schon ganz interessant, mal einfach so mit reinzuschauen und mal auch was auszuprobieren. Weil ich finde, es wäre ja irgendwie blöd, wenn man genau nur eine Richtung eben sich anschaut. Und vielleicht findet man ja dann trotzdem nochmal einen anderen Weg, den man dann einschlägt. Einen möglichen Weg lernt sie heute kennen. Sie baut einen Spiegel. Während des freiwilligen sozialen Jahres verdient sie nur 455 Euro im Monat. Das stört sie aber nicht. Ihr sind die Erfahrungen, die sie macht, wichtiger. Ich bin vorher schon auf so Handwerksmessen auch gegangen, weil mich das total interessiert und auch voll Spaß macht. Und ich glaube, es war auch echt sinnvoll, erstmal irgendwie eine praktische Erfahrung zu sammeln für das Studium. Während Merle sich um den Spiegel kümmert, lernt die zweite Gruppe gerade mit dem Feuer umzugehen. Der grobe Plan für Lasse Rolke: eine Christbaumkugel blasen. Du brauchst jetzt gerade einen Schneemann und keine Christbaumkugel, gell? Reicht aus. Den Schneemann hattest du aber auch geplant, oder? Ganz genau. Richtig, ja. Das war der Plan gewesen. Macht Spaß, das mal kennenzulernen auf jeden Fall. Ja. Ist schön, dass man das bekommt. Ja. Hier, mitten im Wald, liegen die Räumlichkeiten. Früher, als es noch die Wehrpflicht gab, haben fast nur Frauen einen FSJ gemacht. Heute ist die Aufteilung etwa 50-50. Oliver Dahn ist hier seit 21 Jahren pädagogischer Leiter. Ich glaube, es ist einfach für die jungen Leute was ziemlich Wichtiges, weil sie eine ziemlich gute Möglichkeit haben, einen Berufseinstieg zu finden. Also nach der Schulzeit in der Regel kommen die ja zu uns in einer sehr realistischen Situation unter dem tollen Aspekt der Freiwilligkeit beruflich einsteigen zu können. Merle ist mittlerweile fertig mit ihrem Spiegel. Eigentlich wollte sie Architektur studieren. Durch die Erfahrungen während des freiwilligen sozialen Jahres überlegt sie jetzt aber, erstmal eine Ausbildung zur Tischlerin zu machen.
Erdmannrode ist unser dolles Dorf der Woche und da zeigt sich wieder mal, ohne Vereine geht's nicht. Die machen nämlich vieles selbst und sorgen dafür, dass ihr Ort schöner wird. Meine Kollegin Sabrina Filisch hat versucht, selbst mit Hand anzulegen. Mehr schlecht als recht, hat sie gemeint, aber ich finde, es sieht doch eigentlich ganz gut aus, was ihr da macht. Ja, jedenfalls die Erdmannsröder, die haben es zum Glück drauf, in vielerlei Hinsicht. Schnell aus dem Weg. Da rollt wer an. Was diese Herrschaften auf dem Gespann wohl aushecken, erfahren wir später. Fix weiter also. Fix geflickt wird bei ihm. Thomas Sirsch ist täglich in seiner Garage und macht aus alt quasi neu. Aber nicht für sich, sondern für den guten Zweck. Der örtliche Zweiradheld sozusagen für Obdachlose, Suchtkranke, Geflüchtete und Menschen mit wenig Einkommen. Allein, wenn die Leute diese Fahrräder entgegennehmen, das ist schon, man sieht schon so ein Funkeln in den Augen, dass sie das eigentlich gar nicht fassen können, dass sie was geschenkt bekommen, gell? Was dann auch funktioniert und was sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Mehr als 200 Drahtesel hat er schon repariert, für Menschen aus der Region und im Ausland. Und es sollen noch viele weitere werden. Auch bei Ihnen geht's weiter. Auf der Mitfahrbank wartet ein wichtiger Mitfahrer durch Erdmannrode. Gerade mal 205 Einwohner hat der Ortsteil von Schenk-Lengsfeld im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Aber sage und schreibe 30 Kinder. Seit ein paar Jahren zieht es nämlich gerade junge Familien in den osthessischen Ort. Kein Wunder, bei dem schönen Gemäuer. Der Fachwerkkirche von 1573 und dem Vereinsleben, zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr und der Posaunenchor. Und wer schon immer wissen wollte, wie man eine Wand verputzt, der ist bei Ihnen richtig. Die Jungs vom Schützenverein renovieren das Gemeinschaftshaus. Selbst ist das Dorf. Der Schützenverein organisiert Feste für das Gesellschaftliche. Die Jugendarbeit wird vorangetrieben. Wir haben jetzt zurzeit 6 bis 8 jugendliche Schüler, die mit dem Lasergewehr schießen. Für die haben wir aktuell einen Jugendraum zurechtgemacht. Wichtig ist auch Ihre Mission, bald haben Sie alles. Und auch hier kümmern sich die Erdmannröder liebevoll. Der alte jüdische Friedhof, etwas außerhalb des Ortes. Mehr als 70 Menschen sind hier beerdigt. Bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es im Ort eine jüdische Gemeinde. Zusammen mit der Muttergemeinde Schenk-Lengsfeld sorgt der Ortsbeirat dafür, dass ihr Andenken erhalten bleibt. Mitte des 19. Jahrhunderts haben in Erdmannrode über 150 jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger gelebt. Das war etwa ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Es gab eine eigene Synagoge, es gab eine eigene Schule. 1929 ist die letzte jüdische Familie aus Erdmannrode weggezogen. Letzter Stopp. Das Wichtigste fehlt noch. Thomas, nimmst du mal ab? Ja, gerne. Vielen Dank. Damit Sie übrigens gleich pünktlich Ihre Mission schaffen und auch sonst jeder im Ort weiß, wie die Zeit geschlagen hat, muss Edgar Daum ran. Einmal die Woche klettert er auf den Kirchturm und zieht die Uhr auf, per Hand. Denn elektrisch kann ja jeder. Das hat mir ein älterer Mann die Arbeit übertragen und der konnte das nicht mehr aus Gesundheitsgründen und so bin ich eben zu dem Job gekommen. Und ja, seit 30 Jahren führe ich das so aus. Puh, gerade noch rechtzeitig. Zielgerade fürs ortseigene Haflingergespann, denn sie warten schon. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch große Freude. Euch ist heute Heiland geboren in der Stadt Davids. Prima, dann nichts wie hin nach Bethlehem. Halt, halt, halt! Bei so vielen Kindern im Ort ist es kein Wunder, dass es ein eigenes Krippenspiel für Weihnachten gibt. Proben, Proben, Proben. Heiligabend ist der große Auftritt. Dürfte ich mal? Danke. Achtung. Aua, sie stehen auf meinem Fuß. Weil es Spaß macht.
also dass wir alle zusammen sind. Am meisten macht es halt Spaß, wenn wir das dann den Leuten präsentieren und wenn wir dann halt, wenn die dann alle klatschen und so. Und Weihnachtsstimmung gibt's noch mehr heute bei Glühwein, Wurst und Stockbrot. Fast das ganze Dorf ist da, denn alle finden's schön hier. Die Natur, die Natürlichkeit, das Miteinander. Jeder ist für jeden da. Erdmannrode, absolut verdient, ein dolles Dorf. Ach ja, so ein Lagerfeuer, Stockbrot, wunderbar. Ich habe den Eindruck, je weniger Zeit wir alle haben, irgendwas selbst zu machen, irgendwas zu basteln, umso mehr Tipps gibt es dafür. Und wenn man die alle anschaut, ob im Fernsehen oder auf Social Media, ja, umso weniger Zeit hat man dann, sie umzusetzen. Aber gut. Auch wir wollen unseren Beitrag leisten, damit Sie zum Fest kreativ glänzen können. Vielleicht haben Sie ja doch noch ein bisschen Zeit. Wir haben Tipps vom Profi, wie Ihre Geschenke unterm Weihnachtsbaum so richtig stylisch werden. Das war mal eine Klopapierrolle. Wie daraus ein Stern wird, das weiß sie, Kim Schäfer aus Altenstadt. Besser bekannt als Kim Danax auf Instagram. Ihre Videos werden millionenfach angesehen, denn Basteln ist gerade voll im Trend. Jetzt gibt's 3 Tipps von der Influencerin. Geschenk schön einpacken ist Tipp 1. Wichtig, oben und unten viel Platz lassen, dann umdrehen. Jetzt nehmen wir quasi die Mitte und ziehen diese einmal so hoch. Klappen das einmal um und drücken das Ganze fest. Und in nur 3 Minuten wird das verpackte Weihnachtsgeschenk zum echten Hingucker. Und auch hier dreht sich alles ums Basteln. Das machen klar auch die Kleinsten schon gerne. Naja, ich mag die Deko an den Fensterscheiben halt auch immer, weil so eine leere Fensterscheibe ist ja auch irgendwie langweilig. Deshalb sehen seine Fenster zu Hause so aus. Fantasievoll. Auch das hier ein Trend. Der Wichtel ist in diesem Jahr bei vielen eingezogen. Jeder postet seine individuelle Wichtellandschaft zu Hause. Meist geht es mit der Wichteltür los und Zubehör für die perfekte Wichtelwelt folgen. Die Bedürfnisse der Kunden? Heute anders als noch vor 10 Jahren. Es wird anders gebastelt. Es wird überlegter gebastelt, jeder kommt gezielt und das hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass man nicht mehr so nur noch das macht, was jetzt auf jeden Fall da ganz Hype ist, ja, sondern dass jeder für sich so ein bisschen seinen eigenen Weg gefunden hat. Ja. Und hier ein Weg, wie aus einer einfachen Klopapierrolle ein toller Dekostern wird. Tipp 2 von der hessischen Influencerin. Die Rolle in 3 Streifen schneiden. Dann nehme ich mir einen Streifen und fange an, hier kleine Dreiecke reinzuschneiden. Hier ist es wichtig, dass man noch Platz zum Rand lässt, damit das Ganze nicht kaputt geht. Jetzt ist Kleben und Zusammenstecken angesagt und schon ist der Dekostern fertig. Und auch unsere Umfrage zeigt, Basteln ist beliebt in Hessen. Ich mache von meinem Kopf Dinge raus, dann bastel ich die. Nur eine Person steht so gar nicht auf Basteln, doch wer von ihnen ist es? Ja, wir haben jetzt so Wichtelhäuser gebastelt, auch für in den Wald und für unsere Enkelkinder. Und die sind da ganz begeistert davon. Also ich sag mal so, ich versuche immer persönliche Sachen zu machen, aber mein Talent lässt sie am Ende immer nicht so schön aussehen. Aber Leute freuen sich trotzdem, weil es von Herzen kommt. Zum Beispiel Origami finde ich super spaßig, das ist richtig toll. Und auch zählt Nähen zu basteln? Ich finde es gemütlich, wenn wir nicht basteln. Ich mache eigentlich jede Geburtstagskarte, Weihnachtskarte selber. Apropos Weihnachtskarte, hier Tipp 3. Ein 7 cm großes Quadrat zeichnen, die nächsten Quadrate immer 1 cm kleiner. Dann die Quadrate ausgiebig falten. Zusammenkleben und auf einer Karte befestigen. Fertig ist die selbstgestaltete Weihnachtskarte. Mit diesen Tipps wird's bestimmt eine schöne Bescherung. Na, ist vielleicht nicht so ganz einfach. Waren Sie heute auf dem Weihnachtsmarkt? Das Wetter war ja gut dafür. Schön kalt, damit man dieses Gefühl genießen kann, wenn der heiße Glühwein die Hände wärmt. Frankfurt hat ja mittlerweile sogar mehrere. Auf dem Parkhausdach, vor der alten Oper und natürlich der Klassiker auf dem Römerberg. Den gibt es schon seit Jahrhunderten.
Soweit reicht unser Archiv jetzt nicht zurück. Wir steigen deswegen ein in das Jahr, als auch ich das erste Mal da war, als wir von Kassel nach Hanau gezogen sind, 1976. Alle Jahre wieder gibt es auch in Frankfurt den traditionellen Weihnachtsmarkt, der jung und alt in diese lichterglänzende Budenstadt zwischen Paulsplatz, Römer und Nikolaikirche lockt. 1976 sieht der Römer-Weihnachtsbaum tatsächlich noch mickriger aus als der diesjährige. Und alle Jahre wieder ist auch der Posaunenchor der Lukas-, Oster- und Berggemeinde mit dabei, um akustisch für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Genau dieses Turmblasen gibt's auch heute noch, mittwochs und samstags auf dem Weihnachtsmarkt. 4 Wochen lang bieten auch diesmal rund 80 Schausteller ihre Waren an. Lebkuchen und Christbaumschmuck, Räuchermännchen und Spielzeug. Inzwischen sind es deutlich mehr Buden und der Markt ist längst nicht mehr auf den Römerberg beschränkt. Außerdem divers, aber das ist in den 70ern noch kein Thema. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt wird übrigens schon seit dem Mittelalter gefeiert. Damals hieß er noch Christkindchesmarkt. Jahrhundertelang wurden hier übrigens ausschließlich Frankfurter Händler und Waren zugelassen. Frankfurt First. Herr Stein, kommen Sie jedes Jahr hier auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt? Ja, wir sind seit etwa 25 Jahren hier im Frankfurter Weihnachtsmarkt. Ah ja, und immer mit den gleichen Artikeln? In etwa, ja. Und darf ich mal fragen, wie viele Artikel bieten Sie denn hier ungefähr? Wir haben ein Kerzensortiment aus dem Bayerischen Wald. Es sind vielleicht 250 verschiedene Kerzen. Der Weihnachtsmarkt, eine riesige christliche Spaßkirmes. Viele der Händler damals sind noch alte Familienunternehmen. In 44 Jahren komme ich auf den Weihnachtsmarkt. Durch den Krieg bedingt haben wir ja ausgesetzt. Gell? Die Schausteller sind ein traditionsbewusstes Gewerbe. Und aus ihren Worten spricht die Genugtuung und der Stolz, immer wieder auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt dabei zu sein. Dann, wenn Sie jetzt erstmal genug weihnachtliche Stimmung haben, dann haben wir was für Sie. Dann haben Sie vielleicht Lust auf traumhafte Inseln im Pazifik nach der Tagesschau bei uns. Jetzt erstmal das Wetter mit Simone Kinas. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen erholsamen Sonntagmorgen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder. Tschüss, bis dahin.